Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mit einem Versuch, mir was zu essen zuzubereiten in diesem Ding hier, also als Brennhilfe, als Kocherchen sozusagen, ne? Betrieben mit Holz. Und wenn dann Mütze und Hut einigermaßen sitzen, dann geht's los. Also, und zwar möchte ich gerne mal meinen Senf zum Besten geben zu einem Produkt. Das ist also mal wieder Gier in gewisser Weise. Gier gehört ja zum Adventskalender traditionellerweise auch dazu, dass ich euch irgendwie ein paar Dinge zeige, die ich persönlich zeigenswert finde. Und dazu gehören diese Teile hier. Das ist wieder Tütenfutter, das kennt man, das hat man schon mal gesehen. Im konkreten Fall handelt es sich, ich muss die Handschuhe anziehen, habe langsam kalte Hände gekriegt, habe eben relativ viel ohne Handschuhe hantiert und wir haben -4 oder so. Das heißt, da möchte man vielleicht Handschuhe anhaben, ne? Auf Dauer. So, jetzt besser. Wheel ist ein schwedischer Tütenfressenhersteller. Tütenfressen, da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Die braucht man nicht unbedingt und ich bin bisher dem Wunsch nochmal zu erklären, wie man sich Tütenfressen selber machen kann, leider noch nicht nachgekommen. Ich hatte einfach nicht die Muße, da jetzt das Ganze nochmal neu aufzulegen. Es gibt ein altes Video dazu, aber ja, eine Neuauflage mache ich irgendwann auch nochmal. So, grundsätzlich gilt bei diesen Tütenfuttern, dass das gefriergetrocknete Fertiggerichte sind. Gefriertrocknen ist was, was man daheim eigentlich so nicht wirklich nachmachen kann. Man kann trocknen, man kann dörren, aber gefriertrocknen, das kann man normalerweise nicht als Otto-Normalverbraucher. Und drum, wenn man wirklich gefriergetrocknete Nahrungsmittel haben möchte, dann muss man gefriergetrocknete Nahrungsmittel einkaufen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder schon fix und fertig ein Gericht im Tütchen oder eben die Zutaten, das Ganze selber zusammenmixen, selber zusammen vakuumieren oder einfach so ins Tütchen machen. Da kann man sich dann aussuchen, was einem persönlich lieber ist. Beides ergibt ja ein Stück weit Sinn. Vakuumieren hält sich ein bisschen länger, nimmt ein bisschen weniger Platz ein. Die andere Variante ist schneller und einfacher umzusetzen, ne? So, grundsätzlich bei den Tütenfuttern kann man sagen, die sind sauteuer und meistens wirklich die leichteste Möglichkeit, Nahrung mit auf Tour zu nehmen. Ja, das muss man der Fairness halber schon sagen. Hin und wieder gibt es dann Leute, die der Meinung sind, ja, aber da muss man ja Wasser mitnehmen. Ja, Wasser musst du immer mitnehmen, weil du musst ja immer trinken. Also der Witz von dem Zeug ist natürlich, dass man das Wasser vor Ort sich holt. Ne? Dass wenn du also abends irgendwo ankommst für eine Mehrtagestour, für eine Trekkingtour, nicht für ich gehe mal eben für ein paar Stunden in den Wald, auch nicht für ich gehe 2 Tage in den Wald, da braucht man die Dinger immer noch nicht, auch nicht für 3 Tage. Ab 4 Tage wird es dann irgendwann interessant. Also dafür sind die konzipiert, das ist Trekkingfutter. Ja? Trekking, sprich mehrtägige Rucksackwanderung, bei der draußen und oder im Zelt, also mit Zelt quasi oder Tarp oder sonst wie, draußen übernachtet wird und draußen gekocht bzw. Essen für die Dauer der Tour mitgenommen wird. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, Trekking ist trotzdem auch dann, wenn du alle 3 Tage dein Futter nachfüllst, kein Thema, aber zumindest ein Teil der Tour musst du dein Essen selber mit dir rumschleppen und für solche Zwecke und vor allen Dingen für Wildnis-Trekking, wo man dann irgendwie nirgendwo vorbeikommt, wo man Futter nachfüllen könnte, ist es dann notwendig, eben für die gesamte Dauer des Wildnis-Trackings sein Essen mitzuschleppen. Und da kommen dann diese Dinger ins Spiel. Für sowas sind die gedacht. Ne? Also ich hatte da letztes Mal jede Menge Verständnisprobleme. Wozu soll das gut sein? Ja, für sowas. Ne? Braucht das der Heinz Gerhard, der für mal eine Nacht im Wald pennen möchte und dafür am liebsten Butterbrote dabei hat? Nein, braucht er nicht. Definitiv nicht. Kannst du für mal eine Nacht im Wald pennen, dir auch eine Dose Ravioli mitnehmen? Selbstverständlich. Ja, gar keine Frage. Das Zeug, nochmal, ist wirklich nur für lange Touren sinnvoll, wo es dann auch irgendwo mal drauf ankommt, dass man sein Rucksackgewicht so niedrig wie möglich hält. Oder für Leute, die eben aufgrund eines niedrigen Rucksacksgewichts länger laufen wollen können. Oder für Leute, die aufgrund von Rücken gar keinen Bock haben, 40 Kilo durch die Landschaft zu schleifen. Ne? So wie ich. Und
Also was heißt aufgrund von Rücken? Einfach aufgrund von, wozu soll man 40 Kilo tragen, wenn man es nicht muss, wenn es da Alternativen gibt. Und da kommen dann eben diese Mahlzeiten ins Spiel. Ne? Also nur mal so zum Verwendungszweck. Nochmal, man kann das Zeug auch selber herstellen, dann kostet 20-30% von dem, wie wenn man die fertig kauft, aber man muss es nicht, man kann sie eben auch fertig kaufen. So, und dann gibt es da üblicherweise so Mengen, Portionchen, dass dir ein so ein Sack so im Regelfall, je nach Hersteller, so irgendwas zwischen 500 und ein bisschen drüber, manchmal auch nur 450 Kalorien mit so einem Beutel zur Verfügung stellt. Und so ein Beutelchen wiegt dann im Regelfall so irgendwas zwischen 97 Gramm, das sind so die leichtesten, die ich mal gesehen habe, und 130 Gramm. Im Regelfall, so als eine Personenportion. Es gibt auch Doppelbeutel, die sind dann sowas 250 Gramm schwer, aber dafür ist da auch dann eine doppelte Portion drin. Das ist dann entweder für jemanden mit sehr viel Hunger oder für zwei Personen. Ne? Je nachdem, das sind so die gängigen Portionsgrößen. Ja, und auf, sagen wir mal, 130 Gramm 700 Kalorien unterzukriegen, im besten Fall, im krassesten Fall, oder sagen wir auf 140 Gramm 700 Kalorien unterzukriegen, das muss man mit selbst zusammengestellter Nahrung erstmal hinbekommen. Das geht, bevor das jetzt wieder jemand in die Kommentare schreibt, schon. Insbesondere wenn man nussreiche Sachen mitnimmt oder sich komplett nur von Erdnussbutter und Crackern ernährt oder grundsätzlich nur Erdnüsse dabei hat oder von mir aus noch irgendwelche anderen Nüsse. Das geht also schon. Ja? Oder nur super fetten Schweinebauchschinken in geräuchert, irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Also man muss nicht kochen, das ist schon richtig. Es gibt auch Nahrungsmittel, die nicht dehydriert sind, die auch mit Wassergehalt in Anführungszeichen trotzdem eine höhere Kaloriendichte als diese Päckchen hier haben. Die sind so im Regelfall bei Kaloriendichten um die 450 bis 480 Kalorien pro 100 Gramm. Jetzt hat das Päckchen aber irgend sowas um die 140 Gramm, ne? Und dann kommen wir auf die 600-700 Kalorien, sowas in die Richtung. So mal allgemein. So, das zum allgemeinen Blablub, ne? Und das Real Field Meal, das ist jetzt quasi die Alternative zum Tactical Food Pack, nur dass die es nicht notwendig haben, sich Tactical zu nennen, was ich erheblich sympathischer finde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und das ist das, was die schwedische Armee tatsächlich erstens exportiert an andere Armeen. Ich meine, die Schweizer essen das auch, oder zumindest teilweise haben sie das schon gegessen. Ich weiß nicht, was die momentan gerade so essen. Aber Schweden und Schweiz, das kann man ja wunderbar verwechseln, wie wir alle wissen, und sich beide Länder wunderbar drüber lustig machen manchmal oder auch drüber aufregen. Hat es auch schon gegeben. Das Zeug könnte im Übrigen auch aus Norwegen stammen. Also ich bin inzwischen verwirrt und habe da widersprüchliche Informationen gefunden. Wahrscheinlich dann doch ursprünglich eher Norwegen, was aber nichts daran ändert, dass die Schweden damit wohl auch rumrennen. Die Norweger und die Schweden, die verstehen sich ja meistens ganz gut miteinander. Ja, und das ist also jetzt das ist echte Armeeverpflegung, also wirklich aber eben in der zivil erhältlichen Variante. Unterscheidet sich die von der Militärversion? Nö, schlicht nicht. Ne? Ist aber preislich tatsächlich mit einer der teuersten Varianten an gefriergetrocknetes Trekkingessen ranzukommen. Die Tüten, die ich bisher allerdings von der Sorte probiert habe, haben mich jedes Mal auch geschmacklich sehr überzeugt. Also ich glaube, die beste Tüte, die ich in meinem Leben je gegessen habe, das war auf dem West Highland Way mit einer sehr guten Freundin von mir, die da zu dem Zeitpunkt bei der Schweizer Armee war und daher da günstig rangekommen ist, also quasi für Umme, und uns da eben ein paar Tüten mitgebracht hatte. Und da gab es einen Döner-Teller, Döner-Mix, was weiß ich, keine Ahnung, Döner mit Reis, ich weiß es nicht mehr. Aber das war die bisher gefühlt, soweit ich mich erinnern mag, leckerste Tüte von Trekkingfutter, die ich je gegessen habe. Sogar noch ein bisschen besser als die Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat. Das müsste 2004 in Jotunheim gewesen sein. Ja, die waren auch sehr, 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 sehr gut. Ja, das waren so eine meiner ersten Tütengerichte, die ich damals mit großem Zähneknirschen für viel Geld erstanden habe und lange überlegt habe, ob ich mir das wirklich kaufen soll, weil das Geld hatte ich ja nicht, aber habe es mir dann trotzdem zusammengespart, und dann gab es jeden Abend
Ja, nicht so eine Tüte, es war ein anderer Hersteller, aber ich habe also durchaus Erfahrung mit diesen Tüten. Ich nehme sie inzwischen nicht mehr mit, also ich kaufe mir keine mehr. Die hier ist ein freundliches Geschenk einer Privatperson. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich werde das auch nochmal im Dankeschön-Video separat erwähnen. Freuen tue ich mich immer, wenn ich sowas geschenkt bekomme, weil, wie gesagt, ich kaufe es mir einfach nicht, weil es nicht unbedingt notwendig ist. Es ist Luxus, es ist schön, macht Spaß, es schmeckt auch gut. Ist aber nicht notwendig, ja. Und weil es nicht notwendig ist, würde ich es mir selber persönlich nicht kaufen. Aber normal, wenn ich es geschenkt kriege, dann bin ich dankbar. Jetzt sehen die Tüten hier alle gleich aus. Wenn man so mal umdreht, dann steht da auch drauf, was drin ist. In diesem Fall Pulled Pork. Und nur mal als Beispiel, ich versuche mal euch die nicht ganz einfach zu lesende Zutatenliste vorzulesen, weil dadurch, dass das so vakuumiert ist, ist auch die Rückseite sehr verschrumpelt und man kann es kaum lesen. Also da ist drin: Trockennahrung, Reis 34%, Pulled Pork, Schweinefleisch 98%, also das Fleisch selber, dann noch brauner Zucker und Salz und mehr ist da nicht drin im Fleisch. Wie viel Fleisch insgesamt hier drin ist, kann ich jetzt leider gerade nicht erkennen. Ach so, doch, hier 18%. 18% Fleischanteil, dann Tomaten, Zwiebeln, brauner Zucker, Salz zum Fleischbouillon, Hefeextrakt, also Geschmacksverstärker, 7% Paprika, 6% Lauch, Knoblauch, Tabasco, Essig, Gewürze und den Rest kann ich nicht entziffern. Das Ganze hat dann etwa 49 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Fett und 17 Gramm Protein. Ja. Das ist also eine recht gute Zusammenstellung von den Hauptnährelementen, die in so einer Tüte drin sind. Und die ganze Tüte, auch wenn hier leider nirgendwo draufsteht, oder ich bin zu blöd, es zu entdecken, wie viel die Tüte eigentlich selber wiegt. Aber ich schätze mal auf grob 130, sowas um den Dreh, hat die Tüte selber 700 Kalorien. Und das ist bei diesen Field Meals grundsätzlich so, die haben alle quasi 700 Kalorien. Egal, was du reinfüllst, beziehungsweise egal, welche Geschmacksrichtung, die Zusammenstellung der Tüte wird im Gewicht halt so angepasst, dass da letzten Endes dann eben diese 700 Kalorien bei rumkommen. Das ist anders als eben bei zivilen oder zumindest, vielleicht gibt es auch noch andere, ich weiß es nicht mehr genau, du hast es mir dazu geschrieben, edler Schenker. Jetzt kann man sich fragen, ja Moment mal, soll ich da morgens, mittags, abends so eine Tüte fresse. Angenommen, das macht man. Das würde ich nicht tun, aber man könnte das machen. Ich würde, wenn überhaupt, wenn ich die Dinger mitnehme, dann immer abends. Die Tüte ist für abends. Punkt. Ja. Mittags gibt es ein bisschen Schokolade, ein bisschen Nüsschen, ein bisschen mal vielleicht ein Scheibchen Dauerbrot mit einem Stückchen Wurst dazu. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber abends gerne. Also entweder selbstgemachte, zusammengestellte, gefriergetrocknete Nahrung zum Mitnehmen, also quasi eine eigene Tüte sozusagen, oder halt eben so eine Kauftüte. Und das sind zu wenig Kalorien. Ja. Mittags ein bisschen Brot, ein paar Nüsschen und so weiter und so fort. Da kommen auch nicht, keine Ahnung was, wie viele Kalorien zusammen. Und beim Frühstücken haust du dir auch nicht 2000 Kalorien rein. Auf gut Deutsch, Trekkingtouren für die meisten von uns, das sieht man auch daran, dass eben diese Tüten völlig unterversorgend sind, sozusagen, sind häufig so geplant, häufig muss man natürlich nicht so machen, dass, wenn der Otto Normalverbraucher macht, also jemand, der potenziell eben ein kleines bisschen extra Fett mit sich herumträgt, ne, also automatisch eingebaut, derjenige dann wahrscheinlich ein paar Kilo leichter nach Hause kommt. Ja? Also eine durchschnittliche lange Trekkingtour wird häufig in Unterversorgung gelaufen. Häufig. Nochmal, muss man nicht machen, kann man machen, habe ich nie anders gemacht. Ja? Also mit circa 2.500 Kalorien höchstens pro Tag. Da bist du dann schon sehr, sehr, sehr gut dabei. Und mit 2.000 Kalorien pro Tag kann man auch machen. Jo, leidet man halt etwas mehr. Beziehungsweise der Körper, er gewöhnt sich, also meine Erfahrung, ziemlich schnell an Unterversorgung im Sinne von, du kriegst zu wenig Kalorien, also weniger als du eigentlich normalerweise bräuchtest, um dein Gewicht zu halten. Insbesondere wenn man ohnehin ein paar Kilo zu viel mit sich herumschleppt, sollte das für einen normalen, durchschnittlichen Körper auch kein großes Problem sein. Im Grunde machst du einfach eine laufende Diät sozusagen. Ja. Und ja, wie gesagt, je nach persönlichem Körperumfang ist das dann vielleicht sogar ziemlich gesund. Ja. Drum war das für mich nie ein Thema. Ich war immer dick genug, in Anführungszeichen, dass das eher positive als negative Auswirkungen gehabt hat. Gut,
Die Tüte will ich jetzt aber gar nicht essen, weil ich bin ja persönlich heikel, was solche Sachen angeht. Und da ist Paprika drin. Und drum habe ich mir hier mal eine andere Tüte auch schon aufgemacht. Die sieht also nicht mehr ganz so gut komprimiert aus. Das liegt daran, dass da mal Sauerstoff reingekommen ist, weil ich sie mir eben, wie gesagt, aufgemacht habe, um mal reinzugucken, ob ich denn das vielleicht mag. Und das sind Pasta Bolognese und die würde ich mir jetzt zubereiten wollen. So, und dummerweise bringt der Winter hier gerade mit sich, dass es langsam kalt wird. Und daher werde ich mich damit auch ein klein wenig sputen, weil genügend Theorie erzählt habe ich jetzt sowieso. Das heißt, wir machen hier jetzt ein kleines bisschen was zum Warmmachen und machen uns heißes Wasser, weil mehr als heißes Wasser braucht man für diese Tüten nicht. Hier Wasser, hier Topf. Und Topf kommt dann gleich da drauf und dann, wie gesagt, ich feuer ja einfach mal ganz gemütlich schnell an. Das habt ihr ja schon woanders gesehen, möglicherweise. Drum machen wir das jetzt off-Kamera. Ja, nicht schön, aber selten. Und ja, ich bin mit dieser Form von Hobo-Kocher hier noch ein wenig am Üben und stelle fest, ja, hat natürlich einfach zu großes Holz drin, drum hat der keinen Platz. So hebt er jetzt aber erstmal. Ja, ich will ja nur schnell heißes Wasser haben. Es ist auch nicht viel heißes Wasser, was ich haben möchte. Mehr will ich doch gar nicht. Und ja, da das vielleicht gar nicht mal so interessant für euch ist, wie ich jetzt hier nach und nach Stöckchen zur Seite reinstecke, würde ich sagen, machen wir gleich nochmal einen Schnitt. So, ich habe heißes Wasser. Das heißt, wir lassen hier ausbrennen und wir machen uns hier mal die Tüte voll. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel Wasser hier genau rein muss. Das steht da nämlich irgendwie nicht oder ich habe es nicht gefunden. Will euch natürlich vorher noch einen Blick in die Tüte werfen lassen. So sieht das Ganze, ich hoffe, das könnt ihr einigermaßen sehen, im Trocken aus. Wartet mal. So. Nein, nicht Stroboskop. Ich hasse Lampen mit Stroboskop. So, also so schaut das aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn nicht, dann zeige ich es euch gerne nochmal im fertigen Zustand. Sieht sehr lecker aus, muss ich sagen. Also für diese Tütenfressen, man erkennt auch einen hohen Anteil an Gemüse. Im konkreten Fall Möhrchen. Und Moment. Helferlein. Ups. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein bisschen Wasser rein muss. So. Und wo ist mein Löffel? Da ist mein Löffel. Rühren, rühren, rühren. Und dann schauen wir mal. Oh, da sind die Nudeln. Hatte mich schon gefragt, wo sind denn eigentlich die Nudeln? Vor allen Dingen gut umrühren. So einigermaßen abschätzen, ob man jetzt mit der Wassermenge so halbwegs vernünftig gewesen ist oder ob das viel zu wenig, viel zu viel. Viel zu viel wäre schlecht. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum hat der Ben einen überdimensionierten Topf dabei, um sich ein bisschen Wasser heiß zu machen? Nur weil das mein Feuertopf ist, ganz einfach. Die werden immer super rußig. Und das ist der Feuertopf. Also, ich habe keine Lust, mir noch irgendein anderes Geschirr auch super rußig zu machen. Daher hat der Ben einen überdimensionierten Topf. Na, so. Für sein Essen dabei. Für ein bisschen heißes Wasser. So. Ihr seht, das war's schon, ne? Also Zubereitungsaufwand hält sich in Grenzen. Wenn man heißes Wasser dann noch mit dem Gaskocher macht, dann geht das natürlich noch mal viel, viel flotter. Und jetzt sollte man gucken, dass während das Ding zieht, es nicht allzu sehr auskühlt. Eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, ist tatsächlich die folgende. Und das ist, je kälter es ist, durchaus auch eine angenehme Methode, das Essen einigermaßen warm zu halten. So, ja,
Dann melde ich mich wieder, wenn ich was zu futtern habe. Ich wollte euch noch kurz verkünden, was denn überhaupt bitteschön drin ist in meiner Tüte. Weil das sind ja jetzt Bolognese, ne? Ich habe ja eben Pulled Pork oder sowas vorgelesen. Und das ist mir gerade noch eingefallen. Also, hier ist jetzt drin, das kann man jetzt auch schön lesen, Pasta aus Harzweizengrieß 31%, Hackbraten, Rindfleisch 46%, Kartoffelstärke Stabilisator, Dextrose, Salz, Gewürze, Zwiebeln, Ammoniak, Denzin, also ein paar Zusatzstoffe und ja, das war der Hackbraten. Wie viel Prozent der ausmacht? Ah, 22% Hackbraten. Dann gibt es 9% Karotte, Tomate, Tomatenpaste, Zwiebeln, Rapsöl, Maisstärke, Sellerie, Fleischbouillon und natürlich Salz, also in der Bouillon drin, ein bisschen Sojasauce, Knoblauch, Basilikum und Antioxidantien. Der ganze Sack hat 700 Kalorien, wie alle diese Real Field Meal Säckchen. Und ja, nochmal, wie viel da. Ach so, jetzt da, doch, da steht's. Der wiegt 160 Gramm, 159. Und man soll 600 Gramm Wasser reinmachen. Steht doch drauf. Naja, habe ich jetzt ein bisschen weniger Wasser wahrscheinlich. Aber ich mag es auch mit weniger Wasser. Gut. Dann denke ich, die Zeit ist vorangeschritten. Würde das hier gleich mal probieren wollen. Hol mir aber erstmal mal einen Löffel. Lecker. Wirklich lecker. Die Möhrchen noch schön bissfest. Also hat es wirklich schöne große Fleischstücke auch drin. Also was wirklich fein ist, man merkt tatsächlich, wo man gerade drauf rumkaut. Nudel schmeckt nach Nudel, Fleisch schmeckt nach Fleisch. Möhrchen, wie gesagt, sogar so ein bisschen knackig. Also knackig ist übertrieben, aber hat eine andere Konsistenz. Ist der Rest fein. Wirklich lecker. Wirklich lecker. Darf man für den Preis auch erwarten, die sind echt teuer. Aber echt fein, ja. Auch leicht, müh scharf, ne? Also wirklich nicht viel. Nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Schärfe. Wer beim kleinsten bisschen Schärfe schon raus ist, der wird das nicht mögen. Für alle anderen würde ich sagen, ist das sehr gut. Ziehzeit war jetzt höchstens für, ja, 6, 7 Minuten oder was. Mehr nicht. Auf keinen Fall. Also wirklich, ja, lecker. So, und an der Stelle langt das jetzt aber auch mit Geschwärme. Ich wünsche euch was. Das ist mein Abendessen. Nicht ganz, ne? Und wir gucken noch einmal Aussicht. Wir gehen noch einmal Aussicht gucken. Kommt mit. Aussicht! Und das Tolle ist, da hinten ist noch mehr Aussicht. Ja. Sorry wegen Ton gerade. Geht gerade nicht besser. Das sind dann die ganz hohen Berge. Entschuldigung, da hinten, ne? Also, ja, noch ein paar Schrittchen. Aussicht. So, ich glaube, das ist ein Panorama, da kann ich mir meine Tüte schmecken lassen. Also mein Eindruck, dass das die leckersten Trekkingtüten fressen sind, bestätigt sich. Ich habe noch andere Geschmacksrichtungen, werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob das da auch noch so ist. Aber was Bolognese-Nudeln angeht, das sind die besten. Ja, ich habe also bisher bei keiner Tüte, und ich habe alle Trekkingtüten-Essen, die es gibt, also zumindest jeden Hersteller, durchprobiert, den es gibt. Und von meinem Geschmack her gewinnen die hier, ne? Kaufen würde ich es trotzdem nicht. So, bedanke mich fürs Reinschauen. Bis morgen. Guten Hunger. Und ja, das war's.